Ist eure Jacke nicht ganz dicht? Geht es euch auch so, dass ihr dieses Jahr viel mehr draußen unterwegs seid als sonst? Also statt bei gemütlichem Kaffee trinken im Wohnzimmer zu hocken, trifft man sich ja heutzutage, wenn überhaupt, draußen an der frischen Luft. Und gerade jetzt bei der kalten und nassen Jahreszeit braucht man dafür natürlich die passende Kleidung. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr euch gut gegen Nässe schützen könnt, haben wir heute ein paar Tipps für euch. Wenn ihr eine Regen-, Outdoor- oder Funktionsjacke habt, sollte diese natürlich Wasser von außen abhalten, Schweiß aber auch durch den Stoff nach außen durchlassen. Dieser Schutz ist super, nimmt aber leider bei häufigem Tragen und Waschen etwas ab, weil die Imprägnierung durch Abrieb verloren geht. Die gute Nachricht, ihr müsst eure Jacke nicht gleich entsorgen. Ihr könnt sie einfach neu imprägnieren. Und wie ihr eure Jacke wieder einsatzbereit, sprich wasserdicht bekommt, zeige ich euch gleich. Ich habe mich zuallererst aber mal gefragt, welche Jacken überhaupt imprägniert werden können. Beim Imprägnieren denkt wahrscheinlich jeder zuerst an eine Regen- oder Funktionsjacke. Aber was ist mit einer Daunenjacke? Kann man sie auch imprägnieren? Oder eine Wolljacke? Bei Daunenjacken geht das tatsächlich sogar doppelt. Mit einem Imprägnierspray kann die Jacke von außen behandelt werden, damit keine Feuchtigkeit hindurchgeht. Bei hochwertigeren Outdoor-Artikeln wie Daunenjacken und Daunenschlafsäcken sind aber auch die Daunen selbst imprägniert. Dieser Schutz leidet bei der regulären Wäsche und sollte auch nach einigen Wäschen aufgefrischt werden. Dafür gibt es spezielle Daunenwaschmittel, die ihr im Fachhandel bekommt. Auch eine Wolljacke könnt ihr theoretisch imprägnieren. Dafür gibt es spezielle Wollimprägnierungen. Das dient aber auch eher dazu, die Wolle vor Feuchtigkeit zu schützen und so länger Freude an der Jacke zu haben. Trotz der Imprägnierung ist eine Wolljacke aber nicht dafür gemacht, regelmäßig nass zu werden. Entscheidet ihr euch für Spaziergänge bei Schmuddelwetter, also lieber für eine Regen- oder Outdoorjacke. Grundsätzlich gibt es immer zwei Möglichkeiten, eine Jacke zu imprägnieren. Ihr könnt einen Spray auftragen oder eine Waschimprägnierung in der Waschmaschine oder per Handwäsche durchführen. Beide Wege haben ihre Vor- und Nachteile. Wendest du einen Spray an, kannst du nämlich gezielt nur die äußere Seite deiner Jacke behandeln. Viele Waschimprägnierungen haben nämlich leider den Nachteil, dass auch die Innenseite dann Wasser abweisen wird und die Atmungsaktivität darunter leidet. Außerdem eignet sich ein Spray auch für die Textilien, die du nur schlecht oder gar nicht in der Waschmaschine waschen kannst, wie zum Beispiel deine Lederjacke. Die Waschimprägnierung hat aber dafür den Vorteil, dass die Anwendung recht leicht ist und das Mittel immer gleichmäßig verteilt wird. Für welchen Weg auch immer ihr euch entscheidet, wir haben das passende Produkt für euch. Ein Spray und auch eine Waschimprägnierung, erhältlich in unserem Shop. Beide Mittel ziehen mithilfe einer Nanoversiegelung einen unsichtbaren, wirkungsvollen Schutzfilm über die Textilfasern. Dadurch wird das Ansetzen von Schmutz und Feuchtigkeit verhindert. Ein großer Nachteil beider Produkte ist, dass die Atmungsaktivität dabei erhalten bleibt. Aber erstmal zum Spray. Unser Spray kommt im Gegensatz zu vielen anderen Imprägniermitteln ohne Treibgas und Lösungsmittel aus. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, ihr könnt es dadurch auch ohne Bedenken in geschlossenen Räumen anwenden. Besonders stolz sind wir dabei auf die gute Verträglichkeit des Sprays. Das Imprägnierspray hat bei Dermatest sogar die Bestnote sehr gut bekommen. Die Anwendung des Sprays ist dabei ganz einfach. Reinige erst die Außenseite deiner Jacke so, dass die Oberfläche sauber und trocken ist. Dann sprühst du die Außenseite deiner Jacke ein. Sie sollte komplett feucht sein. Jetzt musst du die Jacke nur noch trocknen lassen. Das kann so 3 bis 36 Stunden dauern und ist abhängig davon, wie warm es im Raum ist und welche Luftfeuchtigkeit herrscht. Nach dem Trocknen ist das Spray sofort aktiv. Das Spray könnt ihr übrigens nicht nur für eure Jacke anwenden, sondern auch für Zelte, Sofas, Schuhe, Lederstiefel und sogar für euer Cabrio-Dach. Wenn ihr euch das Einsprühen ersparen wollt, könnt ihr auch auf unsere Waschimprägnierung zurückgreifen. Auch hierbei ist die Anwendung einfach. Füllt den Imprägnierer in das Weichspülerfach der Waschmaschine und wählt den Schleudergang mit der niedrigsten Umdrehungszahl. Eine Dosierungsempfehlung findet ihr auf dem Etikett. Nach dem Vorgang könnt ihr die Jacke bei Raumtemperatur oder sogar im Trockner trocknen. Schaut zur Vorsicht aber zuerst einmal auf die Pflegeanleitung in eurer Jacke und checkt, ob sie überhaupt Trockner geeignet ist. Auch die Waschimprägnierung kann nicht nur bei Jacken angewendet werden, zum Beispiel auch an Rucksäcken, Pferdedecken, waschbaren Schuhen und viel mehr. Kann ich wohl mein Cabrio-Dach in die Waschmaschine bekommen? Wie bei all unseren Produkten legen wir auch hier Wert auf eine gute Umweltverträglichkeit. Die Waschimprägnierung enthält keine perfluorierten Verbindungen und ist daher eine umweltfreundliche Alternative zu vielen anderen Waschimprägnierern. Konnten wir euch weiterhelfen, dann gebt uns doch gerne ein Like und schaut doch nächste Woche wieder vorbei. Und bis dahin, viel Spaß beim nächsten Regenspaziergang. Ciao. Weißt du eigentlich, was das große Problem wäre, wenn ich dir jetzt einen Eimer Wasser über den Nacken kippe? Ich wäre nass. Ja, und weißt du warum? Weil dein Pullover nicht imprägniert ist. Du hast recht. Was würde mir denn da helfen? Imprägniermittel. Green Hero.